Willkommen zu Let's Play Eador Genesis, mittlerweile Teil 8. Wir haben festgestellt, da oben herrscht Unfrieden, wir kommen nicht vom Fleck, wir sollten dringend vom Fleck kommen. Also werden wir nochmal da oben bei dem Eisen unser Glück versuchen, auch wenn ich denke, dass es zu schwierig für uns wird. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen was unternehmen. 13 ist eine Menge, vor allen Dingen, da wir es hier mit einer echten Menge an gefährlichen Einheiten zu tun haben. Swordsmen, Pikemen, Bowmen, das ist alles kein Spaß, alles nicht so einfach. Wir können mal gucken, vielleicht kriegen wir es übers Geld? Tun wir sogar? Das, denke ich, ist gut investiertes Geld. Na, da schau her. Manchmal läuft's. Damit haben wir Eisen. Hier unten haben wir festgestellt, haben wir Marple. Um den freizukämpfen, müssten wir mit ein paar Goblins fertig werden. Das sollten wir schaffen. Im Gegenzug kann sich unser Held hier mal darüber bewegen. Und da ein bisschen rumforschen. Und dann würde ich sagen, auf die Socken, auf die Flocken. Oh, es wird ein besonderes Schwert gefunden. Wollen wir dafür bezahlen? Natürlich wollen wir damit bezahlen. Okay. Nee, unsere Moral ist uns sehr, sehr wichtig. Klingt blöd, ist aber so. Es ist alles in optimal repariertem Zustand, das freut uns sehr. Also weiter geht die Reise, jeder in seine Richtung. Ah, wir brauchen dringend mehr Helden, das ist ja schlimm. Okay, wie regeln wir das? Mit Geld oder offen? Ich glaube, wir machen das mit Geld. So. Hier hat es ein Marple Deposit mit Orks. Das machen wir jetzt frei. Attack. Oh, wundervoll. So viel Berg. So viel Berg. Und Berg ist gut. Berg ist wundervoll. Wir sind auch noch voll da. Also, ganz ehrlich, Freunde der Nacht. So entspannt habt ihr uns noch selten gesehen. Also es müsste wirklich schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier keine Butter vom Brot reißen. Das war nicht nett. Junge, sie sind hier alles von Edelpaketen umgeben. Das ist ja schlimm. Echt hochgradig widerlich, wenn ich das mal sagen darf. 14 Lebenspunkte. 21. 11.
ist der hier oben wichtiger. So. Heilen nicht vergessen. In die Pfanne hauen nicht vergessen. Über den Haufen hauen nicht vergessen. Und keine Verluste, alle Feinde tot. Und wir sind sogar aufgestiegen, auch wenn dieses hier uns überhaupt gar nichts bringt. Tja. Mehr Lebenspunkte klingt gut, mehr Angriff klingt gut, ein super Extra klingt hervorragend, auch wenn er da ein bisschen mehr kostet. Damit leben wir gern und gut. Den Ruined Tower können wir eigentlich gleich danach machen. Und er hier oben kann ein wenig aus sich umgucken. Und dann denke ich, war es das auch schon wieder für das aktuelle Let's Play Eador. Viel Spaß beim nächsten Mal.